Moin moin Freunde und damit herzlichst willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play F... Was? Malte? Was? F1? Ich bin gerade schon Gedanken beim nächsten Aufnahme. Nein, ich wollte euch sagen, Europa Universalis 4 mit mir zum Malte, mit Japan und dem Shogunat Ashigaka. Ja, wir sind wieder zurück. Und zwar die ganze Geschichte, ja, jetzt mit einem recht ausdauernden Thema, das uns schon seit der letzten, eigentlich sogar vorletzten Folge begleitet. Nämlich, wir warten darauf, dass unser Thronfolger volljährig wird. Ihr seht momentan, der gute Mann ist 10 Jahre alt. Wir müssen warten, bis er, glaube ich, 15 ist, bis er den Thron besteigen darf. Ich glaube es zumindest. Ja, bevor wir tatsächlich wieder Krieg führen können. Wir haben uns letztes Mal aber Optionen ausgedacht, wie wir sowohl jetzt an Ito rankommen, als auch ohne Probleme an an Korea rankommen hier. Nicht nur Nordkorea, sondern tatsächlich ganz Korea. Einer unserer Befehlshaber ist gestorben, da müssen wir ganz kurz eben hinterher. Ja, bestimmtes Thema in der letzten Folge. Ansonsten waren tatsächlich ein paar neuer Satzberaterinnen, die wir bekommen haben. Nämlich zwei Stück, Ohatsu und Izumo no Okuni, eine Tänzerin und eine weise Verhandlungsführerin. Ja, die dementsprechend also uns plus zwei geben auf Administrative und auf Diplomatie. Und das Ganze zum Palmpreis. Haben wir tatsächlich gerne mit angenommen. Wir sind noch nicht durch. Frauen scheint tatsächlich das bestimmende Element sein. Und Kahime. Narita Ujinaga war ein Dienstmädchen des Hojo-Clans. Und der Vater von Kahime, einer örtlichen Heldin, die für ihre Tapferkeit und Schönheit berühmt war. Die beiden wurden unter Gamo Ujisatos Obhut gestellt, nachdem sie sich Ishida Mitsunari ergeben hatte, dessen Verbündeter Sanada Nobushige, ein Dienstmann, durch Kaihimes Schwert verloren hatte. Ach Gott, wie so viele Namen für mich. Ihr Vater musste wegen einer dringlichen Angelegenheit aufbrechen, worauf eine von Hamada Shugen und seinem jüngeren Bruder verursachte Rebellion ausbrach. Als Kaihimes Schwiegermutter dabei getötet wurde, keimte in ihr der Wunsch auf, die Rebellen zu erledigen. Daraufhin erschlug Kahime den Aufrührer und zwei seiner Anhänger, wodurch die Rebellion unterdrückt wurde. Ich möchte das Beraterin anwerben. Wir kriegen eine Beraterin der militärischen Stufe für halben Preis. Oder wir kriegen eine Generalissimo und gibt die Überfall unserer Armeen. Und die wird 5, 3, 4, 2 Safe Stufe 2 haben, vielleicht sogar Stufe 3. Oh, das ist beides verlockend. Das ist bei was hat die hat 5% Disziplin, das ist halt auch geil. Wir haben das Problem, unsere Rekrutenreserve wird dadurch zusammenbrechen. Also zusammenbrechen, wir würden 10% Rekrutenreserve verlieren, also 4000 Mann. Das ist halt nicht so geil. Ich glaube, ich mache die echt zu einer Generälin. Also ich könnte jetzt auch ein ganzes Frauenkabinett auflegen, das wäre halt auch möglich, aber ich mache die, glaube ich, zur Oberbefehlshaberin. Ja, das machen wir. Da sehe ich tatsächlich mehr Veränderungszweck drin. So, der Mori ist der Schlechte von den beiden. Ja, genau, der wird dementsprechend arbeitslos und sie also eine Stufe 2 Generälin. So, wir haben natürlich einen Anführer zu viel, das lässt sich aber schnell lösen. Du wirst entlassen. So, schön, wenn man einer Frau weichen muss, damals in dem Zeitalter. Der wird sie bestimmt freuen. So, damit haben wir jetzt tatsächlich aber auch alle Darlehen abgehandelt. Sehr gut, unser Missionar ist jetzt auch gleich fertig. Sauber. Und damit ist unser ganzes Land sogar shintoistisch, ne? Richtig? Ja, genau. Shintoistisch, das gesamte Land. Yes, nice. Ja, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Jetzt also geht's an den nächsten Punkt. Zumindest können wir uns jetzt so ein bisschen die Zeit noch mit vertreiben, nämlich die Reformierung der Flotte. Ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet gehabt. Ich wollte tatsächlich im Bereich der Flotte noch ein bisschen was tun. Weil, ja, hier wir versuchen noch technologisch hinterher zu kommen. Müssen wir mal schauen, wie uns das gelingt. Wo haben wir es denn? Genau, hier. Also, Karaken sind die nächsten Posten, die wieder gebaut werden müssen. So, bauen wir direkt mal zwei Stück, sind wir dann bei 5. Und dann würde ich sagen, von hier aus sind es nochmal insgesamt 5, die wir brauchen, bis wir tatsächlich die Armee passend stehen haben. Also die Flotte, so ist richtig. So, dann probieren wir da jetzt noch so viel von zu basteln, wie es geht in der Zeit. Kann natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. So, sind wir 8. Neun. So, und einen auf alle Fälle noch. So, da müssen sie sich noch eben kurz gedulden mit ihrem Diplomat und mit so einer neuen Technologiestufe. So. Heißt, wir kommen jetzt auf 10 Schiffe, ne? Genau, auf 10 große Schlachtschiffe, wenn wir die jetzt alle durch haben.
Dann müssen wir mal schauen, aber ich glaube, dann kann ich mit der Flotte erstmal leben. Dann haben wir die nochmal gut modifiziert und umgebaut. Wir können sogar tatsächlich beides machen. Erstens die Sense gibt uns neue Produktionseffizienz. Und das zweite ist die Anlegestelle, die wir basteln können, plus die Schiffsmanufakturen. Gibt mehr maximale Kollisionsreichweite. Und das ist für uns jetzt, glaube ich, gerade der entscheidende Punkt. So, zwei technologische Stufen bringen uns jetzt zumindest wieder in den gelben Bereich zurück. Ja, sind also dementsprechend schon zumindest ja so grob mit von der Partie. Das ist doch wieder gar nicht so verkehrt. Und ja, dann würde ich sagen, gilt es jetzt also nochmal ein bisschen Startschatz anzusammeln. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel Geld wir eigentlich jetzt bezahlen dafür, dass wir jetzt hier dann, wenn wir alles instand setzen, ja, mit wie viel Plus wir noch tatsächlich dahergehen. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt dann so viel noch sein wird, aber wir schauen trotzdem einfach mal. Und jetzt hat sich das Spiel aufgehangen? Fragezeichen? Oh, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Okay. Kurze Panik. Nee, es läuft tatsächlich noch. Auch wenn es close war. Aber es geht noch. Naja. Okidoki. So, dann ist jetzt die Frage: Thronfolger, wie alt bist du mittlerweile? 12. Na gut. Das heißt, du bist gleich 13. Wahrscheinlich. Vielleicht maximal 14, wenn die Flotte gleich steht. Ja, dann schauen wir uns das einfach gleich mal zusammen an, würde ich meinen. Bis dahin warten wir mal eben ab. So, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, wieder eine neue militärische Idee zu forschen. Und das machen wir tatsächlich auch, weil wir können die Technologie noch nicht leisten. Dann kommt als nächstes das Einheitenlimit, große Armeen. Ja gut, mein Einheitenlimit ist jetzt gerade nicht mal so das Riesenproblem. Mein Problem sind mehr die Rekrutenreserve, wir nehmen es trotzdem mit. Also theoretisch können wir jetzt insgesamt 56.000 Soldaten und ihre Fahne haben. Aber unsere Rekrutenreserve, wie gesagt, macht das jetzt noch nicht ganz mit. Von daher, ja, lohnt sich das nicht, anzugehen, das Thema. So, dann haben wir jetzt also gleich unsere ganzen Einheiten durch. Niedrige Handelsklasse, okay. Verstandmodifikatoren, die noch ablaufen, das ist auch gut. So, und dann haben wir jetzt also alles zusammen. Nein, haben wir immer noch nicht. 70 Tage. So, gut, dann fahre ich jetzt mal einmal alles hoch, um mal zu gucken, wie es aussieht. Wir machen momentan plus 17, plus 8, plus 4, plus 1. Okay, es geht gerade so auf. Also die Flotte und das Heer können wir einigermaßen unterhalten. Das geht tatsächlich schon. So, die Armee, die Flotte kommt jetzt mal hier hin. So, einmal zusammenpacken das Ding. Und dann schauen wir jetzt nochmal, wo okay, wir können tatsächlich. Achso, der Regentschaftsrat endet tatsächlich im nächsten Jahr, im Juni. Sehr schön, dann sind wir damit tatsächlich jetzt bald durch. Dann können wir also gucken. Ja, ich würde dann sagen, wir marschieren. Die haben ihre Aufstände wohl im Griff gekriegt, ne? Erst Korea, erst Ito. Ne, ich möchte langsam, glaube ich, Japan gründen. Ich glaube, wir marschieren erst gegen Ito. Gut, okay, dann haben wir jetzt die Armeen so jetzt hier stehen. Ja, yep, das heißt, ich kann mich jetzt wieder um die Anlagenaufbauten kümmern. So. Und vielleicht noch vorher noch einen Marktplatz hier. Ja, 1,5, das ist noch sinnig. Gut, dann werden wir also da noch mal ein paar Gebäude bauen. Und wie gesagt, wir marschieren jetzt als nächstes gegen Ito. So, wir verlieren mal 10 Legitimität, was kein Problem ist, weil es nur den Regentschaftsrat betrifft. Der ist ja gleich jeden Moment weg. Und dann also kriegen wir, wie angesprochen, unseren neuen Herrscher endlich mal zu Gesicht. Was haben wir denn hier? Wiedererhebung weiterer Steuern, sehr schön. Auch hier wieder kann ein bisschen extra Silber nicht schaden. Weil, wie gesagt, wir machen jetzt hier auch kaum Plus. Aber ja, mich soll das jetzt nicht groß stören. Ich wollte mal kurz gucken jetzt. Also in der Flottenstatistik. Wir haben jetzt also 35 Schiffe, 10 Kampfschiffe. Ja, doch, wie gesagt. Also ich glaube, jetzt ist das okay. Korea hat tatsächlich auch ähnlich viele Flotten hier am Laufen wie ich. Ja, das ist okay. In Sachen Militär, Korea uns, ja, 33 zu 40 ist uns momentan noch unterlegen. Ja, das passt soweit. So, waren wir eben jetzt auf den Juni und dann können wir endlich Krieg führen. Hoffe ich. Wir können demnächst noch ein paar Ansprüche ablaufen. Das wäre jetzt ein bisschen so optimal, wenn die jetzt ablaufen, bevor ich dann jetzt Krieg führen kann. So, Thronanwärterrebellen treten auf. 20 Stück. Oha, das ist natürlich nicht wenig. So, wir haben jetzt also unseren neuen Herrscher. 434. Thronfolge 6 so gesichert mit Yoshitane. Das ist. Oh, der hat direkt einen Sohn mitgebracht. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. 252 ist so. Das ist halt ein bisschen schlechter doch schon als der Herrscher, den wir jetzt haben, aber nun gut, mal gucken. So, dann muss ich jetzt mit der Armee doch mal eben hier rüber marschieren. Richtung Kokio.
Weil 20.000, das kann ich glaube ich mit einer Armee vergessen gehen. Das soll ich besser mit zwei angehen. Und ja, dann schauen wir mal uns die ganze Geschichte gleich an. Und dann, wie gesagt, also wird dann auf Ito marschiert. So, Thronanwärterrebellen haben ihren Kram jetzt leider hier schon erledigt. Aber ja, dann wollen wir jetzt mal hier mit zwei Seiten einmal ran an Speck. Das dürfte jetzt ja hoffentlich reichen. Ja, genau. So, dann noch die bessere Generäle noch hinterher. Und dann warten wir ab. Du kannst schon wieder zurücklaufen eigentlich. Also du kannst hier am besten hin, wenn wir von dort aus versuchen zu belagern. Und dann kannst du jetzt hier hin und da von da aus, wenn wir nach Ito übersetzen. Sehr schön. Gut, kommen wir langsam aber sicher auch mal in die Richtung voran. Jetzt kann man theoretisch eine administrative Technologie Idee wieder machen, aber da will ich tatsächlich erst auch wieder die nächsten Stufen mitnehmen. Hängen wir halt noch stark hinterher. So, einen Mord hätte ich ganz gerne noch pausiert und dann mit dem Jahreswechsel ist es, denke ich, soweit. Ja, okay, die Kolonie ist selbsterhaltend. Gut, der Kolonist muss mal eben warten, wir haben erstmal den Krieg zu führen. Hat halt ein bisschen Pech gehabt. Ja, dann würde ich sagen, aber als Kriegsziel ist doch in Ordnung. Yep, genau. Mingreich, du machst du nicht mit. Der Krieg ist hier tatsächlich zu weit weg. Oh, dann haben wir ein Problem für da unten. Ming hat jetzt auch gerade keine Rekrutenreserve, aber die gerade neue Einheiten aufheben. Das lässt sich theoretisch lösen, aber wie gesagt, das ist tatsächlich weit weg. Das wundert mich. Ja, wobei, was ist näher dran? Von hier nach hier? Ändert das was, wenn ich einen anderen Kriegsgrund nehme? Nee. Okinawa, ist das näher für euch dran? Nein, das ändert tatsächlich nichts. Aber von hier nach hier? Da sind die Philippinen, glaube ich, sogar weiter weg. Mistdreck, das kann tatsächlich sein, dass ich aus diesem Grund heraus gar nicht Krieg führen darf gegen die. Es sei nicht für Krieg gegen Haikshi. Ich muss mal kurz überlegen. Wenn ich gegen Haikshi. Ah, die sind mit Bing verbündet. Na, ja, stimmt, da war ja was. Okay, dann greife ich jetzt mal Ito an. Darüber zerbreche ich mir später meinen Kopf. Erstmal jetzt gegen die Jungs. So, einmal hier in die Ebene hineinrudern, bitte. Mit der Flotte. Okay, die gehen schon direkt in den Vollangriff über. Das haben wir aber geklärt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt also von zwei Seiten. Und ja, dann dürft ihr euch da nicht mehr viel zusammenlaufen. So, wenn ich meine Einheiten noch nicht aufteile, dürfte ich eigentlich keine Gefahr laufen. Wobei, ich glaube, hier darf ich so aufteilen, weil es ja, wollte gerade sagen, die wir gar nicht übersetzen zu mir. Dazu müssen sie jetzt diese Brücke benutzen können. Können sie aber nicht. Ja, und dann können wir das tatsächlich einfach so erstmal nehmen hier. Sauber, Astrein. Und dann heißt es jetzt nach ganz nach Westen übersetzen. Heißt beide Armeen. Einmal übersatteln. Dankeschön. So, kann es auch wieder ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Zusammenziehen die Einheiten. Okay, dann. Ah, können wir von hier aus dann das Ding belagern. Ja, okay, dann machen wir es so. Müssen sie eben kurz rüber verfrachten. So, und dann geht es also in die Belagerung. Skandal am Hof. Geschichte Schuld einmal weiter. Wir halten Korruption, weil wir den Berater bestechen. Wir bestechen den Berater. 64%. Was haben wir jetzt hier? Nächste administrative Stufe. Nehmen wir nochmal mit. Fragezeichen. Nee, wenn ich gleich einen Krieg durch habe, muss ich die ganzen Herrenbrunzen ja bezahlen. Nee, das lassen wir erstmal schön bleiben. Kann ich die tatsächlich nochmal mitnehmen. So, dann jetzt in die nächste Schlacht hinein. Die gewinnen wir trotz Geländemali. Wir haben einen Militärberater Stufe 2 für weniger Geld kosten. Ja, ja, auf absehbare Zeit können wir den vielleicht noch gebrauchen. Müssen wir mal gucken. So, dann die Provinz genommen. Weiter marschieren. Ja, dann ist die gesamte Armee vernichtet von denen. So, die Festung ist gewonnen. 99%. Dann würde ich jetzt hier nochmal rüberrennen. Oh, hier haben sie jetzt tatsächlich noch ein bisschen Flotte versammelt. Mit dem Admiral sogar oben drauf. Wir gewinnen die Flottenschlacht, aber schön war es nicht. Gut, dann ist jetzt Zeit für Frieden. So, ich möchte natürlich jetzt das Maximum nehmen, was irgendwie möglich ist. So, 100%, dann bleiben ihnen zwei Provinzen übrig. Ja, okay, das machen wir. Beziehungsweise mit Ryukyu sind es drei. Okinawa.
Ja, okay, dann die drei Bronzen müssen noch einen separaten Krieg hier halten, aber zumindest das können wir jetzt erstmal schon mal machen. Ah, ist besser als nichts. So, dann nehmen wir uns die erstmal mit. Haben jetzt dann dementsprechend also hier noch einen massiven Landgewinn. Können die Flotte jetzt hier parken, haben wir ein Kriegsschiff verloren, was wir nochmal ersetzen müssen bei Zeiten. Und dann geht's los. Eins, zwei, drei. Ich weiß, ich könnte das auch wieder ohne Regel. Ich versuche meine Rekrutenreserve gerade ein bisschen zusammenzuhalten. Also jetzt in Form dessen, dass ich jetzt versuche, also die bestehende Rekrutenreserve zusammenzuhalten, damit wir halt möglichst, wenn nicht mehr jetzt noch was einfällt wegen Korea, dass wir dann möglichst schnell in den Krieg ziehen können. So, das waren noch die sieben Provinzen, ne? Ich hoffe es zumindest. Wir nehmen mal die ganzen Kernprovinzen mit. Ja, doch, genau, das war's gewesen. Okay. Warte mal kurz hier hin. Aber zumindest haben wir das jetzt soweit unter Kontrolle. Ja, haben jetzt tatsächlich also fast ganz Japan. Ito jetzt noch ein kleines Fleckchen. Das ist im nächsten Krieg dann mal durch. Dann möchte ich mit der Flotte einmal bis hierhin ausrücken. Und den Kolonisten entsenden. Dann machen wir es nämlich auch Taiwan komplett. Und ja, genau. Dann gucken wir auf nochmal den Technologiebaum. Jetzt ist es okay. Jetzt können wir tatsächlich also auf die nächste Forschungsstufe gehen. So, dann einmal hier rüber. Die Eingeborenen aushebeln. Zurück. Einmal die Flottenreparatur und die Männerreparatur mitnehmen. Dass die Flotten mehr ziemlich sinken. Und dann hier rüber. Und ein Schiff möchte noch gebaut werden. So, okay. Damit also die Verwaltungstätigkeiten jetzt hier im Westen schon mal soweit abgeschlossen. Ja, dann bleibt jetzt noch die Frage, ob mir irgendwas einfällt wegen Korea. Es muss gehen über einen Angriffskrieg. Aber das Ming-Reich wird nicht bei sein. Das ist denen einfach alles zu weit weg. Nehmen wir nun mal an, ich würde hier einen Krieg führen, was ja direkt an deren Grenze ist. Dann wäre der Punkt weg. Aber die haben halt trotzdem, wir haben trotzdem keine Reputation und wir haben halt trotzdem kein, sie haben trotzdem keine Rekrutenreserve. Nee, ich sehe es immer noch nicht. Ich sehe es immer noch nicht, ich würde da einfallen wollen. Das passt nicht. Mal abgesehen davon, also auch hier wären die nicht dabei gewesen. Ja. Nee, also es gibt einfach keine Möglichkeit, wie ich da das gebacken kriege, dass die nicht mit gegen Korea im Krieg wären. Schade. Schade. Das wäre natürlich nett gewesen. So, Korea sieht uns übrigens nicht mal als Rivalen an. Okay, sie hassen uns jetzt einfach nur noch so. Naja, muss ich nicht verstehen. Eigentlich sind wir immer auch relativ pari, aber naja. Ja, lass mich mal kurz überlegen, was wir jetzt denn machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachgegrübelt, aber ich glaube, ich sehe keine Möglichkeit. Ich sehe es nicht. Also ich glaube, die Situation hier oben ist wirklich festgefahren. Da wird tatsächlich herzlich wenig zusammengehen. Mittlerweile kann ich mit der Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter. Das heißt, wir können jetzt noch einmal gegen Ito-Krieg führen, um zu versuchen, uns dann hier abzusichern. Und ansonsten kann ich jetzt halt gucken, dass ich mich ein bisschen in Philippinen und so austobe. Ja, ich glaube, das machen wir. Ich werde dann als nächstes mit euch zusammen in den Philippinen ein bisschen unser Unwesen treiben. Weil hier oben in Japan selbst geht halt nichts mehr. Japan und diesen asiatischen Bereich, asiatischer Kontinent. Da ist die Situation kaputt. Solange sich da das Bündnis nicht kappen oder das Ming-Reich zerfällt, können wir da nichts machen. Auch wenn es ein bisschen ärgerlich ist, aber mir persönlich fällt jetzt auch nichts anderes ein. Ich kann noch mal kurz gucken. Können wir was bauen? Oh, die Staatsehe ist durch. Können wir noch mal wieder aufnehmen. Eine Personalunion klappt auf jeden Fall schon mal wegen Glaubensgründen nicht. Es ist halt wirklich zum Mäusemelken. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Ich weiß nicht, meine Lieben, was wir da tun sollen. Also, nee, es klappt da wahrscheinlich einfach nichts. Wir können einfach gucken, dass wir versuchen, uns in den Philippinen breit zu machen und dann vielleicht Richtung Indonesien rüber zu schippern und dann hier in das südostasiatische
südostasiatische und dann südasiatischen Bereich hier so ein bisschen vorzustoßen. Aber anders, ja, macht das eigentlich keinen Sinn. Gut, okay, dann haben wir jetzt gleich zumindest schon mal die ganzen Kernbunzen. So. Kernbunzen sind soweit durch. Ja. Mal überlegt, ob man hier noch irgendwelche Autonomien senken kann. Also jetzt von so einem zentraljapanischen Gebiet. Wäre vielleicht möglich. Hat aber dementsprechend Unruhfaktor. Der will uns aber vielleicht ein bisschen mehr Rekrutenreserve noch mit reinbringen. Könnte man theoretisch halt jetzt auch machen. Also jetzt kann man viele verschiedene Optionen mal durchgehen. Wie ist denn das? Habe ich nicht irgendwie eine Übergangsliste mit Autonomie? Starten, Entwicklung, Gebäude. Ah, hier lokale Autonomie. Genau, hier kann man sie senken dann theoretisch. Mal gucken, was passiert. Also es kommen tatsächlich dann Partikularisten, die dann möglich sind. Und dann würde ich sagen, ja, es ist auch Partikularisten. Partikularisten, Partikularisten. Dann werde ich die jetzt einfach mal ein bisschen provozieren. Ja, und das war es tatsächlich auch schon. Also mehr senken geht nicht. So, dann kommen wir tatsächlich auf, ja, glaube ich jetzt noch nicht mehr, Fragezeichen. Nächsten Mord auf mehr. Ja, auf 43, also nochmal 1000 hat uns das gebracht. Ja, also zumindest für den Armeeunterhalt reicht das. Also da kommen wir mit jetzt aus. Das ist okay. Ja, müssen wir halt wirklich nach Süden, ne? Mit wem sind wir verbündet? Also das ist jetzt Pagasinan und diese mit den Machas verbündet. Ja, dann reiten wir da ein mit einer Armee und denke, eine Armee müsste auch reichen. Ich könnte euch auch vielleicht beide rüberschippern lassen. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ja, dann lasst uns einfach mal aufmachen. Und dann da rüberschippern. Ich denke, ich kann ja jetzt eigentlich mit Truppen schon rüber nach Taiwan Minimum. Das sollte ja schon möglich sein. Ich hoffe, dass die Provinzen einfach nicht zu viel kosten, dass wir uns einfach randommäßig ein bisschen ausdehnen können. Und dass was groß passiert. Die Bamani sind mit ihren Konflikten derweil durch. Ja, und wir, wie gesagt, nutzen das jetzt. Und wir haben wieder ein bisschen extra Silber, weil eine weitere Steuer erhoben wird. Was steht denn eigentlich jedes Mal? Realität des Krieges, nur blass in Erinnerung ist und unser Reich stabil wächst und gedeiht, schlagen offiziell eine Erhebung weiterer Steuer vor. Aha, okay. Ja, nehmen wir natürlich mit. Nochmal 300 Taler. Sehr schön. Ja, mittlerweile machen wir plus 4 Taler, trotz Kolonisten. Ja, trotz Kolonisten 4 Taler. Wir sollten dann jetzt mal über den Festungsausbau gleich mal kurz reden. Ich habe ja immer noch so ein bisschen meine Gedanken dazu. Denn Kyoto, ja, hat es tatsächlich Festungsstufe 2, aber wir können es halt Festungsstufe 4 bauen. Ansonsten bin ich mit der Festungsverteilung eigentlich ganz zufrieden. Aber zumindest in Kyoto könnten wir mal eine Stufe 4 dann jetzt hinsetzen, weil es halt eben die Hauptstadt ist. Meine ich, machen wir auch mal. Das ist doch mal eine Idee. Bauen wir da eine hin. In Mino würde ich die gerne abreißen, die würde ich nach Tokio gern verlegen. Das wäre vielleicht auch noch ein Ding. Ja, reißen wir ab und verlegen dann noch eine nach Tokio. Eine große gleich? Oder eine kleine? Eine große kostet wie viel Unterhalt? 2 Taler. Mit den drei, wie machen wir? Vier? Nee, ich glaube, eine kleine ist besser. Weil da aber wieder kein Gebäudeplatz ist. Weil wir einen Dock schon haben. Warum haben wir einen Dock hier? Ein Schiffswerft ist auch hier. Zerstören wir das Dock. Ja. Und dann bauen wir jetzt hier eine kleine Festung hin. So, gut. Werden wir also dann dementsprechend hier auch ausbauen. So, dann kann es weitergehen. So, beide Einheiten sind jetzt grundsätzlich hier. Dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und werden uns jetzt mal dann also einmal hier vergreifen gehen. Ja, das ist auch wirklich militärisch betrachtet gnadenlos zu vernachlässigen, was die haben. Also, da gewinnst du keinen Blumentopf mit. Wirklich nicht. So, fahren wir unsere Flotte hier erstmal auf. So, Hafen ist hier. Landungsaktion dauert natürlich ein bisschen. 26. Februar, da muss man ein bisschen Zeit schon mitbringen. So, dann haben wir hier geparkt. Dann kommen wir mit der zweiten Armee noch. Und gehen mit der dann in dieses Machas-Territorium. Da dürfte auch reichen, wenn wir die Hauptstadt irgendwie nehmen. Müssen wir in dem Bereich.
So, die haben tatsächlich die Hauptsoldatenbelegschaft, da wir uns tatsächlich ein bisschen ackern müssen für, aber das ist in Ordnung. Gut, dann also jetzt Zeit für philippinische Eroberung. Hätte ich ganz gerne ein bisschen anders gehabt in dieser Halbzeit des Let's Plays, aber man kann sich ja nicht immer aussuchen. So, vereinte Kolonien, wir kriegen 100 Bevölkerung, um das Ganze ein bisschen voranzubringen. Ja, macht durchaus Sinn. So, dann sind wir hier fertig. Ihr versucht jetzt mit per Flotte abzuhauen. Das ist mir eigentlich recht gleichgültig. Könnt ihr meinetwegen auch machen. Und dann versuchen wir halt weiter in die Philippinen unter Kontrolle zu bringen. Was ist jetzt los? Invasion steht bevor. Ah, nee, nee, nee. Das finde ich natürlich jetzt nicht so geil. Halt! Seid ihr schon da? Nein, seid ihr noch nicht. Wann kommt ihr an? 13. So. Schnell die Flotte. Zurückholen. Wenn die meine Kolonie zerstören, habe ich natürlich gewonnen. Affenärsche. Schneller, kommt Jungs. Kann doch nicht ewig dauern, so zu segeln. Ach, oder ich zerstöre einfach die Flotte. Das geht natürlich auch. Ja, das geht tatsächlich auch. Gut, Kolonien sind beschützt. Gut, dann abwarten, Tee trinken. Und was haben wir jetzt hier? Wieder die administrative Technologie. Will ich aber erst warten, was meine Provinzen hier kosten, die ich mir wieder nehme. Ah, das werden wir gleich sehen. So viel ist hier auch gar nicht, ne? Es gibt hier noch 1 Staat, 2 Staaten, 3 Staaten, 4, 5 Staaten insgesamt. Dann ist man tatsächlich mit dem Kram auch schon durch. Wo willst du jetzt wieder landen? Wieder da oben? Ne, ganz da oben. Mit 5000 Mann. Ja, dann kann ich meine Armee hier mal nehmen. Und sowieso noch mein eigenes Schiff hier abholen. Dann marschieren wir da oben rein. Ja, 85%. So, wird aufgeladen. Die haben anscheinend jetzt schon wieder das Weite gesucht. Dann wieder zurück nach Taiwan. Eieiei, das fordert ein bisschen Koordination hier, die ganze Seekriegsführung. So, und dann haben wir es jetzt gleich. So, ich hätte ganz gerne mit den Machas hier einmal ein Friedensgespräch. Ich könnte sie tatsächlich vollständig annektieren. Wäre zumindest ein breites Möglichen, wenn ich die völlig kaputt mache. Ja, doch, 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 doch. Das kommt mir vielleicht gelegen. Ich denke, für eine Kernprovinz müsste die Distanz ja auch ausreichen. Das ist, glaube ich, schon möglich. So, Platz. Elendsflotte hier. Und dann machen wir uns jetzt mal hier schön auf den Philippinen breit. Okay. Ja, so, dann haben wir es tatsächlich das geschafft. Ich denke, als laufende Schlacht zählt das dann nicht mehr, was passiert. Ne, zählt nicht mehr. So, 46 Taler gibt es noch oben drauf. Vollannexion durchgesetzt. Beides zu Kernpoints erklären. Oh, das ist doch ein bisschen teurer, als ich dachte. Oh, 11 Entwicklung habt ihr sogar. 10 Entwicklung. Und 9 Entwicklung. Ja, doch, ist tatsächlich ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Und das Ding hier. Na, muss ich noch kurz einen Tag warten. Das dürfte aber wegen unserer finanziellen Sachlage ein bisschen einfacher sein. So, 15 Taler. Zack. So, wird auch aufgebessert. Und dann haben wir tatsächlich also unsere ersten Besitzungen hier in den Philippinen aufgebaut. Sehr schön, es reicht trotzdem, dass wir. Achso, okay, Linienschiff können basteln. Ja, okay. Und die nächste militärische Technologie sind wir jetzt bei 15 und der nächsten Infanterieeinheit. Es kommen die asiatischen wehrpflichtigen Infanteristen. Ein Bataillon, das aus mindestens 1000 Infanteristen besteht und meistens mit Musketen bewaffnet und in Quadratformationen zum Einsatz kommen. Durch die Dichte dieser Formationen können sie selbst gekonnt vorgetragenen Kavallerieangriffen widerstehen. Ja, mittlerweile tut sich da ein bisschen was. Mittlerweile tut es ja ein bisschen was. So, dann ist die nächste Verbindungsstation, wäre das hier mit Mao irgendwas. Also mit Manila, das ist da. Cebu und Mao irgendwas. Was bist du? Mao irgendwas? Wo ist Cebu? Wieso Cebu? Ach, geil, können wir alles auf einen Streich holen. Das ist Cebu. Cool. Wenn das Ding holen, holen wir alles. Easy. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier breit. Sehr schön. Gut, und ja, wie gesagt, die Flotte lasse ich jetzt mal kurz hier, beziehungsweise ich werde meine Armee mal komplett runterholen. Auch mit der zweiten werde ich da mal hinterherziehen. Könnte aber mal gucken, kann ich noch irgendwas bauen? Nein, nein, nee, macht keinen Sinn. Gut, dann muss ich jetzt warten, ob ich Manufaktur mir leisten kann, kann ich ein paar Manufakturen bauen. Gut.
Dann parken, einsacken und rüber. Und wenn die Kolonisten natürlich da fertig sind, dann werde ich hier weiter die Philippinen kolonialisieren. Ergibt sich, denke ich, irgendwie von selbst. Ja, und dann holen wir uns also einmal hier das gesamte philippinische Territorium ab. Ich denke, das trifft sich ganz gut. Oh, wir haben übrigens noch einen Truppentransporter gekapert. Yay. Naja, man nimmt, was man kriegen kann. Gut, ja, jetzt habe ich, glaube ich, gerade wieder weniger zu tun. Die Kernbrunnen müssen auf jeden Fall fertig, es vor kann ich nicht expandieren gehen. Heißt, wir fahren mal den Flottenunterhalt und den Festungsunterhalt runter. Die Armeen lasse ich aber noch. Ja, machen wir eine 11 Taler draus. Ich könnte mal wieder Inflationssenkung gebrauchen, aber jetzt möchte ich erstmal ganz kurz die Technologie mal mitnehmen. Was haben wir jetzt hier? Der Bushi-Stand verliert 10 Treue. Müssen gucken, dass wir den wieder hochpeitschen. Das heißt, Cebu ist ein Untergebener. Das, denke ich, kriegen wir hin. Da bin ich ja momentan sowieso mit dabei. Ja, doch, das trifft sich ganz gut. Und dann kann ich administrativ jetzt die moderne Theokratie forschen, was uns eine Möglichkeit gibt, einen nächsten Steckplatz zu basteln, damit unsere militärischen Technologien bald durch sind. Da sind ja, und mein großes Problem ist natürlich ganz klar die Quantität. Da muss ich als nächstes daher, ich brauche mehr Rekrutenreserve. Boah, geht hier nämlich gar nichts. So, dann haben wir jetzt hier, ach so, das ist ja auch noch offen dann, die ganzen anderen Staaten, die noch gegründet werden müssen, ja klar, haha, Tod den Spion, sehr schön, nehmen wir auch noch mit, aber wisst, was ich meine. Da geht tatsächlich noch ein bisschen was. Ich muss Inflation senken, ich muss die Staaten gründen, da kommt jetzt ja auch ein bisschen mehr auf uns zu, mittlerweile immerhin 40 Legitimität. Man sammelt hier so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, im nächsten Krieg dann hier einmal alles abrasieren. Das kommt wirklich schon gelegen. Also das hätte echt schlechter sein können für uns. Dass wir einfach alles kaltstellen können mit einem Krieg. Gut, hier hinten ist schon die Brunei, ne? Ja, genau, da muss man gucken. Da würde man sich dann schon treffen. Brunei später wiederum ist mit Malakka, Sulu und Banjar verbündet. Malakka, Banjar. Was ist das noch? Sulu? Ne, Sulu sehe ich jetzt gerade nicht. Ende internen Konflikte, weil in Korea, die sind mit ihrem Kram dann fertig. Habt ihr beschlossen, auch Außenpolitik mal zu ändern? Nein, habt ihr nicht. Tja, solange ihr das nicht beschließt, werde ich tatsächlich leider keinen Handschlag gegen euch tun können. Belastend. So, Tondo kann ich tatsächlich meine erste Provinz anfingieren. Könnte es also jederzeit zumindest zum Krieg kommen. Ja, dauert aber auch einen kleinen Moment. So lange nehmen wir das Plus noch mit. Jetzt kann ich meine administrative Machtwehr verbraten gehen, wirtschaftlich betrachtet. So, und dann als nächstes werden dann also Staaten gebastelt. Nord-Kyushu ist das erste. Oh, da muss ich dann dementsprechend ein bisschen was aufwenden für. Oh, auch nicht zu knapp. Aber das ist schon spektakulär viel. Aber naja. Ja, und dann dementsprechend so weiter. Was haben wir hier irgendwas schon stehen, wenn ich ein bisschen rausscrolle? Ah, so ein ganz Mini, nee, das sieht man noch nicht. Das sieht man noch nicht. Na, zumindest kriegen wir Taiwan kolonialisiert, das passt auch schon mal. Wie lange haben wir Waffenstil mit Ito eigentlich? Das müsste ja auch dann mal irgendwann vorbei sein. 94, 10 Jahre noch. Das kann interessant werden. Ich denke, die ganzen Philippinen können wir uns noch nehmen, bevor wir gegen Ito marschieren. Den Rest von Ito holen. Und dann können wir unser japanisches Kaiserreich ausrufen. Das ist doch auch nicht verkehrt. So, dann haben wir jetzt das soweit durch und apropos durch, ich gucke gerade auf Uhr. Ich glaube, wir machen mal für heute Feierabend. Ich denke, das passt soweit. Gut, dementsprechend würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zur nächsten Ausgabe wieder. Ja, wie gesagt, ich musste jetzt halt so ein bisschen unsere Möglichkeiten ausloten und die sagen mir halt, wir müssen einen kleinen Umweg nehmen und wenn es halt ein kleiner Umweg sein soll, ja, dann machen wir halt einen kleinen Umweg an dieser Stelle. Gut, dementsprechend würde ich sagen, also ja, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dann, wünsche ich euch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Verschwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen.
Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.